she said, ooh, ooh, ooh. Was geht ab? Ist euer Boy Lordy Lord. Ich sitze hier heute in dem Van von Susi. Die will gleich mit mir zusammen kochen. Ich bin gespannt, was es gibt. Auf jeden Fall, wie ihr es kennt, Flex, Flex, Flex. Und dann ein geiles Gericht. You know the vibe. Let's go. She told me that she love how I sound, yeah, yeah. Feel like I'm on drugs, but she round, yeah, yeah. You been messing with them scrubs in your town, yeah, yeah. Let me show you what this is. Herzlich willkommen zu einer weiteren Cooking Flex Historie, die hier entsteht. Susi möchte ich echt mit so viel Begeisterung einfach begrüßen, denn diese Frau flext anders. Sie weiß, wie man Leute inspiriert, wie man sie catcht, wie man sie mitnimmt und motiviert. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Erst einmal schön, dass du da bist. Ich freue mich echt da zu sein, hier in Hamburg, ehrlich. Also ist schon lange her, ne, dass wir uns in Hamburg wieder getroffen haben. Das letzte Mal, wie war es das letzte Mal? Wo waren wir nochmal? Abgesehen vom Feiern, meinst du? Genau. Da waren wir am Hafen, Masterchef, 2017? 2017, ey, das ist krass. Schon lange her. Ja. Aber bevor wir den Leuten erzählen, was es heute gibt, ganz kurz. Wer bist du? Was machst du in 3, 4, 5 Sätzen? Okay. Wir werden sowieso noch mehr von dir erfahren heute. Ja. Also, ich bin Susi, ne, wie ich schon tausendmal erwähnt. Das ist mein Mikasa Sukasa, also das ist mein kleines Zuhause hier im Hintergrund. Und deswegen stehen wir auch davor und kochen heute ein Gericht, was ich echt gerne koche im Van, weil es einfach sein soll, weil es schnell gehen muss und weil wir auch irgendwie nur eine Herdplatte haben. Ne? Und man arbeitet auf jeden Fall so mit den geringsten Sachen. Ich bin eigentlich nicht so oft in Deutschland, weil ich viel rumreise. Also jetzt überwiegend in Europa. Und jetzt geht es aber bald los. Also wenn Corona dann vorbei ist mit Amerika. Also so viel zu meiner Person. Wow, wow, wow. Also Leute, sie hat auf jeden Fall ihr Zuhause immer dabei. Ich möchte natürlich, dass die Menschen drinnen erfahren, warum du dich überhaupt auf den Weg gemacht hast, diese Reise anzutreten mit deinem Van durch die Welt, was dich motiviert hat, was dich inspiriert, das möchten wir heute auf jeden Fall wissen. Aber ich denke auch, die Leute wollen auch wissen, was kochen wir denn heute? Ja, ja. Wie nennt sich dieses Gericht? Also ich würde mal sagen, das ist so eine Abwandlung von dieses wie heißt es noch? Meneme. Auf jeden Fall ist es eine kleine Abwandlung, aber ohne Sucuk und ein bisschen vegetarisch. Okay. Mit meinem Lieblingsgemüse, der Aubergine. Und ja, das zeige ich euch. Also das machen wir zusammen auf jeden Fall. Okay, das heißt, das ist sozusagen das Essen, was du dir immer zubereitest im Van, wenn es schnell gehen muss. Ja, würde ich sagen. Okay. Und Nudelsuppen, aber das ist so dann meine asiatische. Das ist so mein asiatischer Flow. Normal, normal. Das darf natürlich nicht fehlen. Lass uns loslegen. Mhm. Womit fangen wir erstmal an? Also, und was darf ich heute machen? Genau, also ich würde sagen, wir schneiden auf jeden Fall erstmal die Aubergine. Okay. Ich wasche mal so, ne? Also so auch wirklich, wie ich es normalerweise waschen würde. Ich denke, das ist Van-Lifestyle, weißt du, nein? Also so. Van-Lifestyle. So, und ich würde sagen, du schneidest die einfach in so Zentimeter dicke Scheiben. Okay. Ja. Alles klar. Und ich schneide die Zucchini, die wir hier haben, in Würfel. Die wasche ich auch schon nochmal. Nein, Susi, also wir beide kennen uns ja schon, weil wir gemeinsam beim Masterchef um 100.000 Euro gekämpft haben. Die wir beide nicht gewonnen haben. Die wir beide nicht gewonnen haben, nicht gewonnen haben. Es hat uns ja extrem verändert von der Persönlichkeit her, beziehungsweise das, was du auch in dir hast, hat es mehr gefördert, dass du rausgehst und jetzt halt auch mit deinem Baby hier unterwegs bist. Mhm. Was motiviert dich überhaupt? Also die Idee an sich habe ich damals tatsächlich einfach bei Instagram gefunden. Ich habe irgendwie so Bilder gesehen und das sah so traumhaft aus und das war so die erste Inspiration. Aber es ist ja auch eine Form von Inspiration, ne? Wenn man sich durch Social Media, ich glaube heutzutage gibt es in Social Media so viele Inspirationen, die man sich holen kann, ne? Egal auf welchem Thema. Ja. Und das war so das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass es überhaupt existiert. So Van-Lifestyle? So Van-Lifestyle und auch, weil ich dann einmal auf Teneriffa war und das erste Mal auch Surfen ausgetestet habe. Und da habe ich so ein paar Leute kennengelernt, die schon einfach jetzt in so einem recht leeren Van dann einfach gepennt haben, um am Morgen dann die perfekte Welle zu kriegen. Oha, so ernst? So ernst. Auf die warten und schlafen da, ja. So wie Leute, wenn ein neuer Sneaker rauskommt, dann übernachten sie dann vor dem Store und so? Ja.
Und ihr wartet auf die perfekte Welle? Ja, ja, das war so krass. Ich warte immer noch auf das perfekte Steak. ist das aber kein 1 cm, ne? Hast aber ein bisschen schräg geschnitten. Ja. Okay, das bedeutet, du hast dich halt inspirieren lassen durch andere Seiten. Genau. Hast gemerkt, okay, ey, die warten auf die perfekte Welle. Und dann? Ja, und da war dann dieser Surf-Lifestyle erstmal so, ich war voll geflasht, ich fand das voll toll. Wann war das? Boah, das war... Ich war auf jeden Fall... 22, also war vor 6 Jahren. Ich bin mega gespannt, ob das hier wirklich schmecken wird. Van Lifestyle, nur eine Pfanne und es muss auch noch schmecken. So, auf jeden Fall tun wir jetzt kurz die Auberginen hier drauf und tun da ein bisschen Salz drauf, damit es das Wasser entzieht. Ah. Und damit die Auberginen danach gleich super, super weich werden, wenn wir die dann kochen. Weil sonst dauert das mit Auberginen ja immer lange. Jemand, der schon mal versucht hat, Auberginen anzubraten, der weiß das. Genau. Und manchmal sind die auch dann noch hart, ne? Richtig, genau. So. Und dass es gleich beim Anbraten auch ein bisschen schneller geht. Und wie isst man das dann letztendlich zum Schluss? Mit bisschen Brot oder, ja, oder kommt... Hast du Brot aber noch nicht. Da? Hast du nicht? Ich hab vergessen. Nein. Nein. Aber ich habe altes Brot, ich habe Toastbrot dabei. Weil ich denke mir, man sollte schon ein wenig reinkippen und ja, dann ja, ein bisschen kosten. Ja, ja. Also Toastbrot habe ich dabei. Wir machen jetzt noch dazu sowas ähnliches wie ein Pesto. Oh. Ich möchte jetzt eigentlich, dass du die Pinienkerne ganz klein hast, sodass es schön bröselig ist. Als ob Pinienkerne nicht schon klein sind, ne? Was? Ja, aber ich finde, das hat ja immer eine schöne Konsistenz, wenn wir so ein Pesto anrühren und es hat so ein bisschen was Härteres dabei, so ein Crunch halt, ne? Ja, ja, absolut, absolut. Du hattest ja erwähnt, dass du nach Amerika möchtest und du bist ja schon länger unterwegs. Und für mich persönlich hast du in Europa eine Ausbildung absolviert. Du hattest mehrere Pannen, du hattest mehrere Situationen, wo du um dein Leben bangen musstest. Ja, das stimmt schon, ja. Und ich meine, du bist Mechanikerin, du kreierst deinen eigenen Content und all das Ganze. Also ich glaube, es ist einfach so, dass ich in Europa tatsächlich in allen möglichen Ländern einfach so viel mitgenommen habe, aber vor allem auch an Schwierigkeiten. Vor 6 Monaten war das ein Totalschaden, der Auto. Und ich habe den wieder aufgebaut. Es war ein harter Weg, dass ich jetzt wieder sagen muss. Ich meine, ich bin jetzt ja auch wieder erst seit einer Woche wieder da. Also mit dem Van bin ich seit einer Woche wieder vollkommen. Und ich wohne ja normalerweise auch wirklich das ganze Jahr über drinne. Nur jetzt natürlich, wo der Unfall war, war ich dann erstmal wieder in die Heimat Deutschland Düsseldorf gekehrt. Dann erstmal wieder alles Schritt für Schritt aufzubauen. Und das hat ja auch nochmal gedauert. Hast du ganz kurz das Gefühl gehabt, dass du jetzt aufhören muss und vielleicht doch den Anführungsstrichen normalen Weg gehen muss? Ja, also das kam für mich eigentlich an sich nie in Frage. Es war für mich eigentlich klar, dass egal was ich machen würde, auch wenn das jetzt mit dem Van nicht geklappt hätte, ich wäre trotzdem nicht in so einen Bürojob gegangen. Oh. Ich bin ja mit dem Pinienkerne fertig, deswegen würde ich sagen... Oh, kapern! Aber wir nehmen nur so ein paar, das ist nur für den Geschmack. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch eine Knoblauchzehe, die herbst du für mich. Auch nochmal. Okay. Hier wird ordentlich gehackt. Ne, das sind die Kapern. Alles beimischen. Einfach mal noch ein bisschen hier beimischen. Also erst ein bisschen hier mit beimischen und dann nochmal zusätzlich in die Pfanne. Ja, ja? Jetzt habe ich ein bisschen viel reingenommen. Why not? Und das ist ja eine. Das sind ja so Sachen, die ich auch immer bei dir interessant fand, als ich auf deinen Teller geguckt habe beim Masterchef, wo ich mich gefragt habe, wie ist die darauf gekommen? Und ich meine, da siehst du schon, das ist ein schönes, recht schönes Pesto schon geworden. Oh. Super. Das ist ein wirklich typischer Campingherd. Ja. Und ja, das Problem ist halt immer, die gehen relativ schnell leer. Man versucht schon sparsam zu kochen, weil das hält so für 2-3 Stunden durch. Ach, für 2-3 Stunden ja, durch? Dann musst du schon schauen, dass du schnelle Gerichte kochst. Schnelle Gerichte. Und deswegen ist das so auch so ein Gericht, wo man sagen kann, hey, das ist eigentlich ziemlich cool. Nächstes legen wir quasi die Auberginen da rein. Also ich tue jetzt noch mal ein bisschen Öl. Ne? Also bei Auberginen muss ich auch ehrlich sagen, ich tue echt ganz gerne Fett, viel Fett rein. Ja. Weil die Auberginen saugen das ja super auf. Super schnell auch auf. Ne? Ja, super. Ich meine, dein Leben ist ja davon geprägt, dass du viel unterwegs bist.
Und auf YouTube bist du auch unterwegs und zeigst da sehr viel von deiner Persönlichkeit. Mhm. Ich bin da irgendwie so reingewachsen, dass es dann jetzt auch quasi ein bisschen zu meiner Arbeit geworden ist. Ja. Ne? Aber nichtsdestotrotz mache ich mir da nicht so viel Druck wie viele andere Content-Creator, sage ich mal. Ich fühle es gerade, ich habe gerade Spaß und dann nehme ich die Leute so mit. Und auch vor allem, auch was sich bestimmt auch der eine oder andere fragt, kannst du damit, ja mit deinem Spaß, kannst du damit auch Geld verdienen, dass du es dir auch leisten kannst, diesen Lifestyle zu leben? Ja. Definitiv. Ich mache das jetzt auch schon 2-3 Jahre. Das ist einfach so ein Beiprodukt gewesen, weil das wollte ich so oder so machen. Ja, das, und das kann ich auch zu 100% unterschreiben, weil als du so von deinen Träumen gesprochen hast, da war das hier noch gar nicht am Start. Was sollte man mitbringen, um so etwas durchzuziehen? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es wäre eigentlich schon eine gute Möglichkeit, wenn man mal vorher zumindest campen war. Ob man weiß, man findet Zelten toll oder vielleicht mal auch aus dem Auto herausschlafen. Die Auberginen sind relativ goldbraun angebraten, auch sehr vollgesogen mit Öl. Das kann man, glaube ich, sehr gut sehen. Ja. Wir haben jetzt hier gestückelte Tomaten. Ich persönlich würde noch ein bisschen Wasser reinmachen. So. Wir machen die Flamme ein bisschen auf Low. Am Anfang hatte ich keinen Kühlschrank. Und jetzt habe ich einen und das macht das Leben echt viel einfacher. Ich habe nämlich die Zucchinis eben vergessen. Wann? Die hätte ich eigentlich ein bisschen vorher machen können. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen verpeilt, dass wir die noch hatten. Ach nein. Aber ist nicht schlimm. Ist dir Malheur passiert? Ja, ein kleines. Da war ich jetzt so im Gespräch vertieft, dass ich ja. Du versuchst jetzt aber einfach. Ja, versuch's einfach, weil, guck mal. Authentisch zu kochen bedeutet halt auch, Fehler zu machen. Aber dann geht es halt eben darum, wie du das jetzt ausbaden tust. Das ist ja so meine Spezialität, glaube ich. Ne? Ja, das zeichnet dich ja auch aus. Du musst ein Petersilie nehmen, eine Handvoll, und das kannst du jetzt dann auch ruhig relativ grob hacken. Okay. Und ich nehme jetzt das Pesto, weil man sieht jetzt, die Auberginen sind sehr weich gekocht. So einen guten Löffel. Ich meine, das kann man dann einfrieren im Kühlschrank oder so und das für andere Sachen benutzen. Mit dem Tomatenmark wird es halt jetzt sehr dickflüssig, dass man da nochmal einfach genug Wasser hinzufügt, dass das schön cremig ist und nicht zu dickflüssig wird. Okay. Das ganze Wasser muss einfach nochmal nachgewürzt werden. Das ist jetzt ein bisschen Thymian. Ich finde, das kann man auch immer schön noch mal reintun. So ein kleines bisschen. Ein bisschen Chili getrockneten. Ich liebe Chili. Und rote Paprika haben wir noch. Rote Paprika. Ja, das alles jetzt aus meiner Asservatenkammer. Ich sag, man könnte auch ein bisschen Zucker reintun, um diese Säure der Tomate ein bisschen auszugleichen. Okay. Und das haben wir, schau mal, das hast du bestimmt auch noch nie gesehen. Was das ist das denn? So, man sagt, das ist so Eiszucker. Eiszucker? Ja. Und das ist anders als Zucker. Also lutsch einfach mal dran. Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber es ist nicht wie Zucker. Mm. Sagen, wir hauen schon die Eier jetzt gleich rein. Tun wir die einfach nur so drauf, oben drüber. Der ist aber kaputt gegangen. Das ist okay. Dann nochmal hier. So. Guck mal, jetzt nur den Deckel drauf. Ja. So, dass das schön. Das sieht schick aus. Ja. Mit dem Grün sieht es wieder anders aus, ne? Ja. Yeah. Also, ich habe hier noch ein bisschen Brot übrig aus Dänemark. Vor, lass mich nicht lügen, vor 2-3 Tagen. Okay. Ich habe jetzt einen Hausfrauentrick für altes Brot. Was man normalerweise. Die meisten nehmen Brot dann ja als Croutons. Okay. So Two-Face einfach. Ja, Mann, sie hat ganz kurz Attitude gezeigt, so auch. Wenn man hartes Brot hat, einfach mit Wasser begießen. Total suspekt, ne? Naja, aber so geht man ja auch vor, wenn man Frikadellen macht. Ah! Ja. Und das ist jetzt mein Vanlife-Ofen. Da kann man echt tatsächlich mit dem Ding backen, obwohl man keinen Backofen hat. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Wir backen jetzt Brot? Da drinnen? Ja. Boah, stark. Minimalistisch, einfach. Also man sieht jetzt ja,
Ist zwar ein bisschen verbrannt, aber mach mal nur diese Ecke weg. Hat man tatsächlich knusprige Brötchen wieder, ne? Heftig. Also der Hausfrauentrick, da kann man ein altes Brot halt wieder essen und verwenden, ne? Wow. Als Brötchen. So, wir sind jetzt fertig. Das wird jetzt verschlungen. Ja. Frisch gebackene Brötchen. Ja. 3 Tage alt. Aber was wirkt wie neu. Hier. Ich habe schon eine leichte Vision, wie ich das Ganze machen würde. Ne? Mhm. Mit dem Pesto auch noch. Ich sehe das so, dass ich Pesto ein bisschen einstreiche. Das klingt gut. Dann bin ich jetzt auf der Suche nach ein wenig Ei. Habe ich auch hier. Und jetzt wird diese Ecke hier gegessen. Also alles mit einer Pfanne. Ich glaube, wenn du nicht aufpasst und weiter redest, haue ich das alles weg. Das schmeckt so lecker. Vor allem auch diese Paste, ich kann es nur empfehlen, das wie so Butter zu behandeln. Dann versuche ich das jetzt mal auch. Das schmeckt richtig gut. Ja. Also Leute. Schmeckt gut. Wir werden jetzt weiter essen. Aha. Susi, vielen Dank einfach, dass du hier am Start gewesen bist. Wir wünschen dir und ihr wünscht ihr natürlich selbstverständlich auch alles Gute für die Zukunft und deinen Weg nach Amerika. Wir werden alles verfolgen. Danke, dass du hier gewesen bist und ihr wisst Bescheid. Beim nächsten Mal wieder Cooking Flex, Lordi Lord kocht, ihr wisst Bescheid. Wir sind raus. She said, ooh.